Odenwild, Odenwild, ich gut dachte, hier ist ja Odenwild zerkratze, zerklatzte. Hier ist die Odenwald zerklatze. Hier ist der Odenwald Klatzist. Klatzist. Hallo, hier ist Odenwald Zacklist, Klatzist, Odenwald Klatzist, Odenwald Pessimist. Hier ist der Odenwald Spastist. Ja, was ist los? Warum ist der Odenwald-Sacklist, also meine Person, warum bin ich so abgefuckt heute? Irgendwie, es gibt so Tage, vielleicht, ihr kennt es garantiert ja auch, ihr wacht einfach auf und irgendwie merkt ihr schon, der ganze Tag ist so, bäh. Man hat keinen Antrieb zu nichts, man hat keinen richtigen Bock auf irgendwas, es interessiert einen fast nichts, wird dann die Zeit auch zu lang schnell mal. Weil man einfach keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Alles, was man normalerweise gerne macht, ist an diesem Tag oder an diesen Tagen dann absolut, ja, es interessiert einen einfach nicht mehr irgendwie in dem Moment. Es kann morgen schon wieder ganz anders sein oder übermorgen kann es auch schon wieder ganz anders sein, dass man dann wieder Bock hat, irgendwie den ganzen Kram zu machen. Aber es gibt so Tage, da hat man einfach keinen Bock. Auf was ich aber Bock habe, und dafür mache ich das Video auch wieder, ich habe Bock, mich wieder an die Schneidemaschine zu setzen und das Video hier zu schneiden und so. Da habe ich Bock drauf. Ich habe auch Bock, nachher ein schönes Abendessen zu machen. Da habe ich auch Bock drauf. Ein paar Tortelloni oder Tortellini, das sind etwas größer, also Tortelloni mit einer Soße, mit einer Basilikum-Tomatensoße. Die kaufe ich immer aus dem Glas. Ja, diese fertigen Glassoßen. Topf rein, da würze ich den noch ein bisschen nach mit ein paar Kräuterchens und tu mal noch ein bisschen Knoblauch rein und hab die Flasche Tabasco immer am Start stehen am Tisch und so. Und dann mache ich diese Tortellini oder Tortelloni, die sind fertig schon. Die gibt es nicht in der Tiefkühltruhe, die gibt es ja auch getrocknet, aber ich habe die dann immer aus der normalen Kühltheke. Ja, also da ist eine normale Kühltheke, so loser Pack ist das. Und die kommen richtig gut. Einfach nur Wasser, kein Öl oder so ein Schwachsinn. Salz rein, anständige Prise Salz. Das Wasser muss salzig schmecken. Ihr könnt das dann immer mal testen oder so, wie das Wasser schmeckt. Das muss ein bisschen salzig sein. Und dann kocht ihr die Dinger 2 Minuten und dann sind die schon fertig, ja, weil die sind ja schon gar im Prinzip. Die müssen nur noch mal heiß gemacht werden. Und noch ein klein bisschen weicher werden wie aus der Packung. Aus der Packung sind sie dann doch ein bisschen zu hart, also ein bisschen weicher wie aus der Packung. Und dann sind die richtig gut. Aufgrund meiner fettfreien Lebensweise, die ich seit einiger Zeit mache, verzichte ich natürlich auf das Geilste und das ist jegliche Art von Parmesan oder sonstigem Streugekäse da oben drüber. Normalerweise bin ich jemand, ich bin wirklich einer von dieser Fraktion, wenn es irgendwie Pasta gibt mit einer Soße, sei das jetzt Carbonara oder sei das jetzt ein Pomodoro oder so, das ist scheißegal. Streukäse. Parmesan, alles zu. Das Ding sieht aus wie der Kilimanjaro. Man darf keine Soße mehr sehen, man darf keine Nudeln mehr sehen, man darf nur noch Käse sehen. Dann ist der Pastateller perfekt. Aber gibt's nicht. Mache ich nicht mehr. Kauf keinen Streukäse mehr. Ich kaufe keinen Parmesan mehr. Habe ich nicht im Haus. Der Grund, wieso ich jetzt seit längerer Zeit kein Video mehr gemacht habe über mein Körpergewicht, wie sich das entwickelt, ist der, dass sich momentan nicht viel tut. Im Moment stagniere ich so ein bisschen, aber kein Problem, ich neige nicht dazu, deswegen die Flinte ins Korn zu werfen, das ist einfach normal. Ich habe so viele Jahre Schundluder getrieben mit meinem Körper und habe dem zu viel Fett zugemutet. Und da sollte er sich auch die Zeit nehmen können, das wieder gut zu machen. Ich kann nicht 10, 20 Jahre lang wilde Sau spielen und dann erwarten, dass es innerhalb von 2, 3 Monaten auf einmal alles wieder gut ist. Das wird nicht funktionieren. Das will euch die Industrie weismachen, wenn sie euch auf Low Carb setzt. Also wenn die sagen, so Kalorien reduziert musst du essen, 1500 Kalorien, 1200 Kalorien. Das geht dann relativ schnell. Ihr seht dann relativ schnell, dass das Gewicht runtergeht, aber das ist Wasser. Mehr nicht. Ihr verliert einfach nur Wasser. Weil der Körper lagert nämlich mit jedem Kalorie, das ihr zu euch nehmt, auch Wasser ein. Und wenn irgendjemand sagt, oh, ich habe in 4 Tagen 5 Kilo abgenommen oder in 4 Tagen 4 Kilo abgenommen, ich nehme jeden Tag 1 Kilo ab, das könnt ihr vergessen. Ihr nehmt da kein Fett ab. So schnell kann man kein Fett abnehmen.
Es sei denn, ihr würdet da jetzt so eine super Wunderdiät machen, euch würde pures Öl aus dem Arsch laufen oder ihr würdet also wirklich fett schwitzen oder sowas. Dass euer ganzes, der ganze Körper, wenn ihr euch ein bisschen sportlich betätigt, sofort mit Fettschmiere oder sowas überzogen ist. Dann kann man sagen, ja, er hat Fett verloren, aber es ist Wasser, was ihr verliert. Ist ganz einfach. Es wird eingespeichert, Wasserspeicher werden leer geflusht und das war's dann. Und ihr seht ihr dann auf der Waage, sagt er, wow, 5 Kilo, so muss es weitergehen. Aber es tut es nicht. Es geht bis zum gewissen Punkt. Dann weiß der Körper Bescheid, ah ja, jetzt macht er mit mir wieder sowas. Dem werde ich zeigen, Edge-Badge, ausgeschmiert. Und dann werdet ihr sehen, dass er dann irgendwann stagniert, ihr. Und das demoralisiert euch. Aber nicht unbedingt, dass es stagniert, sondern weil ihr euch die ganze Zeit selbst die Kehle zudrückt mit dieser Ernährungsweise. Ja, also mit wenig Kalorien. Ihr habt seit dauernd auf Verzicht getrimmt. Ja. Verzicht von dem, ich muss da drauf verzichten, ich habe schon wieder Hunger. Was weiß ich, dieses Gemüsezeug, was ich da futtere, das schiebe ich mir, da kann ich mir 2 Kilo reinschieben, habe kein Sättigungsgefühl. Also das hat alles mit dem Zeug zu tun und irgendwann demoralisiert es euch. Ja, also was ist los mit dem Odenwald Cyclist? Ich mache es so, wie viele andere Leute das auch gerne machen. Ich mache es mir einfach. Ich schiebe meine schlechte Laune heute oder mein, was schlechte Laune habe ich ja eigentlich gar nicht, aber diese leicht latente Depressivität, die ich heute irgendwie so mit habe, die schiebe ich einfach ganz einfach aufs Wetter. Ja. Da sagen die wieder, ach, jetzt kommt er wieder mit dem Wetter an. Alles ist das Wetter, ist schuld dran. Ne, es stimmt wirklich. Ich weiß es bei mir. Ich habe das die jahrelang habe ich das beobachtet und es ist wirklich so. Die letzten Tage war es ja richtig schön gewesen, eigentlich nochmal mit über 30 Grad und Sonnenschein und war wirklich tolles Wetter. Schönes Klima eigentlich, war auch nicht zu schwül, fand ich jetzt nicht. Und seit gestern kann man sagen, seit gestern ist dann umgeschwenkt wieder das Wetter. Es wurde grau, es wurde den ganzen Tag fahles Licht, dunkel. Die Farben werden weggenommen durch diese graue Farbe, die absorbiert, also die Strahlkraft ist nicht mehr da. Dann gab es Regen dazu, also der war jetzt nicht irgendwie großartig, irgendwie Landregen oder so, sondern es war einfach nur so ein kleiner, so ein bisschen rumgefieselt hat es da. Und die Temperaturen sind dementsprechend runtergegangen. Und da merke ich sofort, da merkt der Odenwaldzyklist sofort, ey, Kacke, jetzt geht es wieder los. Jetzt, und dann merke ich das auch, dass dann meine Stimmung runtergeht, dass mein Antrieb runtergeht. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, so ein bisschen, meine Aktivität ist ein bisschen runtergegangen die letzten 2, 3 Tage. Und das hat einfach auch was mit dem Wetterwechsel zu tun. Ne? Da fange ich wirklich an. Und da kann ich wirklich froh sein, dass ich das Gefühl habe, ich kann sein, dass ich mich jetzt auch täusche, aber ich habe das Gefühl, dass es dieses Mal, also dieses Jahr, mit der veränderten Ernährung und mit dem Aktivsein auch auf YouTube ein bisschen was produzieren und so, dass da dann einfach auch so ein bisschen diese Phasen einfach auch kürzer sind oder seltener auftreten. Mein Gehirn reagiert auf Wetterumschwung ziemlich empfindlich. Das bedeutet also, wenn es grau wird, wenn es regnerisch wird, wenn die Temperaturen runtergehen, dann geht meine Stimmung auch runter. Und dann ist es aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie voll dass ich nicht, ich werde nicht bösartig oder sowas dadurch oder übermäßig aggressiv, sondern einfach mir fehlt der Antrieb. Ich habe dann keine Lust mehr auf dieses, ich habe dann keine Lust mehr auf jenes und irgendwie so, das zieht sich dann den ganzen Tag so. Erfahrungsgemäß, aus der Erfahrung der letzten Jahre, ist auch bei mir zu berichten, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil es halt einfach auch zu meiner Persönlichkeit dazugehört, zu meiner Psyche dazugehört. Ich werde euch nicht alles von meiner Psyche erzählen. Da habe ich erstens mal nicht die Zeit dazu und zweitens mal ist das sowas von irre. Das möchte ich euch ersparen und auch mir ja, möchte ich die Retrospektive möchte ich mir nicht antun. Aber ich kann euch sagen, aus Erfahrung der letzten 10 Jahre bestimmt, wahrscheinlich ist mir es früher gar nicht so aufgefallen. Je älter man wird, desto eher fällt einem so eine Scheiße auf, dass ich zur Winterdepression neige. Also ich neige dazu, im Winter ziemlich phasenweise ziemlich unbrauchbar zu sein, aufgrund von Lichtmangel, aufgrund von Temperatur, von Kälte, von grauen Farbtönen. Meistens geht es aber so los nach Weihnachten, so im Januar ungefähr so geht es dann los. Da fange ich dann an. Also meistens vorher geht es dann noch, aber so ab Januar oder ab Mitte Januar ungefähr so
ist unschön. Also da möchte ich mit mir nicht viel zu tun haben. Und andere Leute möchten mit mir dann auch nicht so viel zu tun haben. Aber ich arbeite daran. Ich weiß ja, mir ist es ja bewusst, dass das dann passiert. Also ich rede mir das vorher nicht rein oder so, dass es passiert, sondern es passiert einfach. Ich merke es dann erstmal gar nicht. Ich denke dann, ah, ist wieder so eine Stimmungsschwankung, dabei bin ich dann drin. Und dann, es ist nicht schlimm. Leute, denkt nicht daran, denkt jetzt nicht, ich möchte hier nicht sagen, dass ich dann depressiv bin. Depressiv ist was ganz was anderes. Ich hatte auch schon depressive Schübe. Die sind nicht, da ist nicht zu spaßen. Da ist das winterschlechte Stimmung, Winterding da, was ich da jetzt aufführe gerade. Das ist gegen Depression ein Kindergeburtstag. Aber es belastet mich eben trotzdem. Es belastet mich dennoch. Ich bin eigentlich jemand, der gerne ausgelassen ist, der gerne rumflippert auch so. Also jetzt nicht so ganz da nur so, sondern schon mal ein bisschen mehr Drive hat so. Und das zieht mir dann ganz gut den Stecker da diese Zeit ab Mitte Januar. Alljährlich. Das hat einfach was mit dem Licht zu tun, mit dem zu wenig Licht, zu wenig Vitamin D und ach, also das ist alles irgendwie Psycho. Ich danke euch, dass ihr das Video geschaut habt. Ich danke, dass ihr bei meinem Kanal vorbeigeschaut habt. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wäre ich euch noch mehr dankbar, ist doch ganz klar. Ratet ruhig auch den oder macht den, ist okay. Kann ich mitleben. Momentan kein Problem. Hauptsache, ihr seid da und ihr habt geguckt und wenn ihr einen Kommentar habt, schreibt ihn unten hin. Vielleicht auch mal zum Inhalt des Videos, wäre auch mal ganz interessant. Irgendwie, wenn ihr mal eine eigene Meinung oder sowas äußern würdet. Das ist auch immer schön, in den Kommentaren zu lesen, dass ich da vielleicht noch drauf eingehen kann. Aber es ist wie immer alles kein Muss. Macht's, wie ihr denkt. Ihr macht es schon richtig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Bis denn. Odenwald-Cyclist sagt Thanks a lot. See you later, Alligator. Gott, ey, du verkommst immer mehr. Das reicht, wenn ich hier am Arsch bin. Ha? Ach, guck mich doch, du hast so einen Blick drauf, ich weiß nicht, ey. Zudem ist es. Warum guckst du so komisch? Tu doch mal den Arm runter. Herrgott. Ja, was denkst du, wo du hier bist? Du bist hier. Bei mir zu Hause. Ja, da beißt die Maus, wie man so schön sagt, keinen Faden ab. Ne? Du bist bei mir hier zu Hause. Ja, das ist ein sehr schöner Vorsatz. Artig sein, mir nicht widersprechen, wenn ich sage, umschalten, anderes Programm. Du, die Hand runter, das ist Bedrohung. Du bedrohst mich, das ist eine Bedrohungshaltung. Das ist eine Angriffshaltung. Diese. Ja, also. Arme runter, anständig. Ich bin dir nicht mehr gut. Ich bin dir sonst nicht mehr gut. Was ist mit dem Arm? Also zieh das doch mal hoch. Ach, du siehst aus, ey. Das liegt aber daran, weil diese Klamotten, die du anhast, auf deiner Haut, also was weiß ich, wie das Material heißt, Plaste, rutscht wie Sau. Also es gibt da keinen, es ist nicht so wie bei mir, ne, durch die ganzen Brusthaare und diese Rückenhaare, wie bei so einem Silberrückenaffen. Da ziehst du einmal so die und da bleibt die in Position, die Klamottage. Bei dir ist es was anderes, ne? Bei dir, da rutscht der Scheiß runter. Man könnte dir sonst was unterstellen. Das, ja. Das ist, du musst, ich, ach, na, ich bin ja das Arsch. Ich muss ja hier. Hi, na und? Alles Paletti oder was? Du könntest ja auch mal wieder die Frise rasieren. Hier hinten hast du ausfranzendes Haar. Die Spitzen sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Also ich glaube, du musst langsam zum Friseur. Nein, du hast keine Schmerzempfindung in den Haaren. Das ist ein Irrglaube, den vielen, viele Kinder deines Alters auch aufsitzen. Man kann an den Haaren keine Schmerzen. Also wenn man jetzt an den Haarwurzeln oder so, nicht an der Haarwurzel, aber klar, ich kann dir die Haare bisschenweise aus dem Schädel reißen. Das tut dann schon weh. Aber wenn ich jetzt nur hier so rumgreife, das merken die Haare nicht. Also, das sind keine Schmerznerven drin. Verstehst du? Schmerznerven? Nervenbahnen oder Schmerz? Lass doch mal das T-Shirt da oben hängen, Bub, Mädchen. Ich bin dein Vater. Ich bin dein vervatterter Vater, dein vervatterter Vater.
Vater. Ich bin der vervaterte Vater von dir. Der Vater, der vervaterte Vervater, der vervaterte Vervater, der vervaterte Vervater. Vervater. Komm, singe mal mit. Ich bin der vervaterte Vater, was sagst du dazu? Ich bin nicht dein Mutti, ich bin dein vervaterter Vater. Kapier's? Kannst du dein. Oh. Oh Gott. Ja, es ist brutal, oder? Lola, du bist. Sag mal, du bin ich dein Vater? Jetzt musst du eine Reaktion zeigen. Jetzt wackel mal mit dem Kopf oder nicke oder verneine es. Bin ich dein Vater? Also solange dein Hals so quietscht, will ich dein Vater nicht sein. Ich glaube, das ist für mich ein Problem. Auf Dauer. Gib mir einen Kuss. Kannst du haben. Aber nur auf der Stirn. Nicht, dass jemand denkt, ich würde mit Puppen mich fraternisieren oder sowas. Was hast denn du noch so für. Erzähl mal was. Erzähl mir ein Märchen. Das ist ungehörig. Man sagt nicht, erzähl mir ein Märchen, wenn man selbst gebeten wird, etwas zu erzählen. Ich habe dich gebeten. Guck mich gefälligst an. Geht doch. Ich habe doch dich gebeten, mir ein Märchen zu erzählen. Da kannst du nicht antworten. Bitte erzähl mir ein Märchen. Oder sowas. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht machen, weil das gehört sich nicht. Ich bin Hung. Du bist Hung. Oh, hallo, liebe Freunde. Ich darf vorstellen, die Puppe mit dem schönen Namen Hung. Flop, jetzt ist dein Armgelenk auch wieder eingeflappt, sozusagen hier. Ne? Hung, sag mal, Hung, kannst du. Warte mal kurz, ich muss deinen Kopf erstmal wieder gerade machen. Warte mal, immer noch nicht gerade. So, jetzt er gerade. Jetzt lächelst du auch wieder. Guten Morgen, Mutti. Ha, guten Morgen, aber ich bin dein Papa, nicht deine Mutti. Was möchtest du zum Frühstück haben? Darf es vielleicht ein gedrehtes Ei sein? Komm, lass mal Reibekuchen machen. Warte mal, den Arm weg. Ja, den anderen hoch. Reibekuchen, lecker, lecker Reibekuchen. Ich möchte nach Hause. Du bist zu Hause, bei mir. Ich möchte nach Hause. Du bist zu Hause hier, polizeilich gemeldet. Hä? Soll ich mit dir zur Gemeindeverwaltung gehen? Wie können die das beweisen? Du hast eine polizeiliche Anmeldung bei der Stadt Bad König als Hung. Ach, das ist aber, also so eine saudumme Frage habe ich noch nie gehört. Aber selbstverständlich nicht. Ich liebe dich mehr als meine Fans. Ich habe keine Fans. Warte mal, ich. Was mit dem Gummi. Der Gummibund schon wieder ausgeleiert oder was? Das kommt von deinem fetten Arsch. Warte mal, ich. Ja, so geht's. Warte mal. Ach Gott, ey. Lass mal das. Warte mal, ich zieh die Hose jetzt über T-Shirt drüber oder was das ist hier. Okay, das ist ja. Ich will hier nicht den Eindruck erwecken, ich sei hier irgendwie so drauf, wie da so manche Geisteskranke drauf sind, die mit Puppen rumspielen. Das ist eine Kamera hier, ne? Ja. Du darfst jetzt hier die Zuschauer von meinem Kanal Odenwald Pessimist, darfst du jetzt mal ein paar Fragen stellen und die müssen diese Fragen dann beantworten. Du hast übrigens eine staubige Gusche. Diese Fragen beantworten in den Kommentaren unten. Wir sind auf Sendung und du darfst jetzt loslegen mit deiner ersten Frage an die Zuschauer meines Kanals. Ich möchte nach Hause. Das ist keine Frage, das ist ein Verlangen, was du verleihst, dem du Ausdruck verleihst, dass du nach Hause möchtest. Nochmal. Gib mir einen Kuss. Jetzt frag mal was. Bitte spiel mit mir. Das ist auch keine Frage, das ist eine Aufforderung. Bitte noch einmal. Ich hab dich lieb. Das ist eine Aussage und keine Frage. Nochmal. Ich bin hungrig.
Das ist eine Aussage mit einem Ausrufezeichen, landläufig auch genannt. Das ist ein Imperal, im Imperativ. Das ist ein mit Imperativ. Du darfst die Leute nicht befehlen. Guten Morgen, Mutti. Das ist auch keine Frage, sondern das ist ein man wünscht jemandem einen guten Morgen. Guten Morgen, Mutti. Ja, du hast aber nur eine Mutti und ich bin dein Vater. Ich hab dich lieb. Ja, hast du mich lieb? Ja? Guten Morgen, Mutti. Nein, ich bin nicht deine Mutti, ich bin dein Papa. Ich hab dich lieb. Ja, ich habe mich auch lieb. Das schmeckt fein. Du hast doch gar nichts gegessen. Möchtest du etwas futtern? Du dummes Schwein mit deiner Karre. Das war wieder so eine dumme Sau, die hier am Haus vorbeigefahren ist. In der 30er Zone mit Schritttempo und mit eigenen Zwillingen als Hausbewohner. Verstehen Sie? Verstehen haben Sie das? Verstanden? Mach mal ein bisschen, mach mal Headbanging hier. Headbanging. Was ist das? Was ist dein Recht zu leben? Oh. Ja, ne? Also du hast ein Gesicht zum Reinkloppen. Jetzt kannst du noch irgendwas zu diesem Thema beitragen hier. Ich möchte nach Hause. Ich auch. Aber wir haben kein Zuhause, wir sind vertrieben. Bekomme ich ein neues Kleid? Wenn wir zu Hause sind, wo immer das auch sei. Also wenn du mich nachts irgendwann mal, ne, oben im Schlafzimmer mit einem Messer in der Hand hinterrücks abstichst, dann kann ich dir nicht mal böse sein.